Weil wir nur schöne Sachen machen. Weil wir stehen Felde, da stehen wir nirgendwo drauf. Ich bezahle das ja aber nur. Übrigens noch die Spendenkündigung vom Brauch. Immer noch. Dankeschön, damit wir besprochen haben. Hier, Schiedsrichterklamotten. Guck dir das mal an. Einmal von hinten. Ne? Mhm. Guck dir mal den Streifen an. Das sind kleine Ronjos. Kleine Ronjos sind das. Ja? Aber du wechselst doch sowieso den Verein. So, hier, pass auf. Vorne schön mein Autogrammchen drauf. Da, hier oben noch unseren Spruch, unseren Slogan. Auch kleine Ronjos drauf und so weiter. Ne? Bin ich das ja auch gehört. So. Wieso, du bist doch jetzt Trikotsponsor, Schimpfelde. Die Trikots sind noch nicht da. Ja, genau. Ich wollte es mir gerne sagen. Ein ganz toller Sponsor bin ich. Ne? Ich sehe immer nur noch Geld davon fließen, wie im Rinnsal. Ne, hier, das sind die Höslein. Hinten auch Pöchen ist aber ja, drauf. Ja, aber Jakko ist total der beschissene Hersteller. So, und hier vorne das Ronjo nochmal drauf, hier an der Seite und so weiter. Vorne nochmal. Was hast du dafür bezahlt für eine Hose? 150 Euro. Bei dem ganzen Stink. Ist das für den Damen-Handballmannschaft? Ja, Volleyballmannschaft am Strand. Ehrlich? Ja. Mit und langen Klamotten. Und die Hosen, die schneiden mir nachher noch so V-förmig ab. Aus. Wo sind denn die Hotpants? Die sind da ganz unten, oder wollte ich jetzt aber noch nicht zeigen. Geil. Hast du jetzt übrigens, du hast mich jetzt gerade abgelenkt, wie viel Urlaub die alle haben. Nico ist auch im Urlaub. Das geht mir richtig auf den Sack, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben alle Urlaub und machen alle und fahren alle und die können alle. Also ich muss mich mal, ganz gewaltig Gedanken machen um die ganzen Gehälter, die also kriegen. Weil scheinbar kriegen die mal zu viel, die also machen können. Weißt du, ich war in Dino bei einer Mütterhagen und die fliegen alle mit dem Flugzeug weg. Die machen alle so mit dem Flieger und wir machen so. Und den Sturzflug machen wir. Weißt du? Ganz komisch. Ich weiß das alle gar nicht. Die gehen mir auch alle gewaltig auf den Sack. Ne? Und das wird auch ein Ende haben. Warte mal. Die können alle nach Hause gehen. Ich mache den Scheiß auch wieder selber, gehe auch wieder auf den Bau und dann hat sich das auch. Ne? Und mit der ersten anderen Scheiße wird vermietet und tschüss ist. Aber wie soll Nico dann seinen Urlaub bezahlen? Es ist mir scheißegal, wie er seinen Urlaub bezahlen kann. Seitdem der nämlich hier ist, seitdem kann der erst in Urlaub fahren. Vorher konnte der das nämlich gar nicht. So, ne? Erstmal A hat er gar keine Zeit, weil er hat ja noch nichts geleistet. Mein Urlaub kann man machen, wenn man was geleistet hat, wenn man kaputt ist und man müde ist und man erschöpft ist. Aber noch nicht mitten im Jahr, wenn er noch nichts gemacht hat. Wenn Torben jetzt wegfällt, ist aber ein anderes, aber eher. Einzig vergessen, wenn unser einer wegfällt, einmal im Jahr, dann macht er es ja gezielt. Und zwar für beschissene 5 Tage, 4,5 ist er nicht hier. Ja. Von montags bis freitags mittags. Björn ist aber so, 16 Tage. Ne? Und die sind alle weg. Und noch eine Woche und noch eine Woche und noch ein dies und noch ein das. So einen Urlaub konnte ich mir noch nie leisten. Ich konnte noch nie 14 Tage irgendwo hinfliegen. Erstmal hätte ich die Ruhe gar nicht, weil ich muss ja meine Arbeit machen, ne? Wovon wir ja alle leben. Und dann, das gibt es gar nicht. Ich kann auch nicht 14 Tage, weißt du, was die Scheiße kostet? Da wollte ich dir nicht sagen, du fliegst auch 6 Wochen. Torben hat ein eigenes Boot, ne? Torben hat ein eigenes Boot, der macht aber auch nie Urlaub. Deswegen hat er ja auch ein eigenes Boot. So. Ich habe heute Morgen vorgeschlagen, ab morgen mache ich den Kaffee für Ron. Ja. Hat er ja gestern im Video gesagt, es fehlt ihm so ein bisschen. Meine. Für die Zeit zu kriegen. Aber das macht er aber ja auch nicht. Vor allem, wenn, was war das noch? Mit geiler Sturzflug? Ja, mit geiler Sturzflug. Während ja. Er nach oben so, ne? Ja, gegen aber wann kriegt er Steine unten. Kann ich meinen Satz beenden? Ja. Ich habe heute Morgen gesagt, ab morgen mache ich den Kaffee für Ron. Fanden die anderen komisch. Ich finde, das Ritalin tut uns allen gut. Wollt ihr jetzt witzig sein oder meint ihr das eher? Kitzel mich, damit ich lache. Ja, mir fällt auch nicht mehr so ein. Aber absolut nicht. Sagt der ADHS. Oder wie heißt das? Der auf Tische das Tier mit dem Rüssel? Hm? Der auf Tische springt. Ja. Das Tier mit dem Rüssel. Mhm. Aber als Neubau geht das nicht, weil seine Tischplatte ist ganz dünn. Und auch so hoch. Ein Freak da in mir dran machen. Haben wir gestern gesagt, er kriegt ja einen höhenverstellbaren Tisch. Ne? Ja. Und irgendwann hörst du dann aus seinem Büro: Hilfe! 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 Komm, ich muss auf! Komm, ich muss. Er ist doch der Einzige, wir haben mit Björn schon gesprochen, der kriegt so ein, weißt du, bei der Feuerwehr, die haben diese Luftkissen, wo die reinspringen. Hat er unter dem Schreibtisch, falls mal irgendwas. 9 von 10 Leuten gefällt Mobbing, ne? Nee, aber er. Nee, ist ja kein Mobbing, ist ja die Wahrheit. Genau. Er freut sich da auch schon. Du, und wenn man auf 14 Tage in Urlaub fliegen kann, dann muss man auch mit reden. Dann steht er oben auf dem Tisch, immer ganz hoch. Ja. Außer Björn, der hat 16 Tage Urlaub. Da kann man mal, der muss vielleicht. Ich lenke ja nicht immer Björn ab.
Wir reden doch hier über die Leute, die ja nun nicht produktiv sind für die Firma. Genau. Vielleicht muss er sich aber auch mehr erholen. Ja. Der macht außerdem macht er ja auch Geschäfte auf Rodders. Ja. Und verkauft da Giftplatten am Strand. Oh, ja. Goldene Rolexe. Ja, er macht da eine Einzelteile vom neuen Firmenwagen. Nee, da sitzt er da bestimmt mit so einem alten Basthut auf. Ich kann mir vorstellen, der braun gebrannt und steht da Ananas, Kokosnuss und Wasser. Die Rücken halt, die wehen schön im Wind. Ah, nee, die sind ja voll Schmier, weil er mit Sonnencreme eingecremt ist. Ja, läuft dann mit so einer Giftplatte andere Preise. 100 Jahre Garantie. Ja. Weißt du, redest über Arbeit, aber wir beide haben noch ein ernstes Wörtchen zu klären. Ernstes Wörtchen, ich bin du gespannt. Hast, ich habe gehört, dem Azubi wurde Arbeitsmaterial zusammengesucht, damit er seine Prüfung machen kann. Und du hast gesagt, Wilke klaut hier mal alles, deswegen haben wir nichts mehr. Genau. Das stimmt ja gar nicht, ich habe lange nicht mehr geklaut. Ist ja auch nichts mehr da. Ja, siehst du, so. Wir haben Minimum Monate nichts geklaut. Ja, ganz genau. Deswegen haben wir da ja auch nur noch den Spielzeugspachtel da liegen, damit du dann auch gar keine Motivation mehr empfindest. Aber du brauchst dir keine Sorgen machen, davon habe ich auch 5, 6. Ja, ich hab ihm auch gesagt, du, am besten du gehst zu Wilke, da sind noch nagelneue Spachtelgeschirre. Was vielleicht hier und da ein bisschen Staub dran. Die ganzen Spachtelkellen, was meinst du, was wir Manta verbauen? Ach, schön mit dem Zwei-Komponenten-Spachtel, oder was? Aber nein! Modelliert ihr den ganzen Dingsbums noch? Wie, die da direkt rein, raus? Die Spachtel, damit machen wir die Löcher zu. Dann wird er rein, die Schweiße fertig. Ich habe mich um eine Woche versehen, wir fliegen jetzt nächste Woche, aber psch. Du lügst doch. Nein, will ich. Was? Ja, ich fliege gar nicht diese Woche. Nächste Woche. Falls du schon gebucht hast, tu mir gleich. Du kannst auch Kumpel sein, ne? Ich wollte das eigentlich nicht erzählen, aber ich muss dich jetzt doch. Aber ich habe mich wirklich versehen. Echt? Aber erzähl es nicht weiter. Nee, nee, ist klar. So, pack jetzt dein Turnbeutel, Lunchpaket. Wir müssen gleich los. Wo müsst ihr denn hin? Nee, ich bin, aber bis du einen gepackt hast mit Lunchbeutel, Turnpaket, auf Klo warst, sauberen Schlüpfer anhast und so. Er hat seinen Schlüpper vergessen. Und will gleich in meinem Auto sitzen. Was? Was? Nein, Björn hat einen Tigertanga an. Vorne braun. Nee, hinten braun, vorne gelb und in der Mitte hart wie ein Koffergriff. Entschuldigung. Ganz ehrlich, wir sind ja auch eine Kasse. Und ich möchte natürlich auch nicht mehr herkommen. Hörst du eigentlich, was sie da erzählen? Ja, nur Scheiße. Ich höre seit 7 Tagen auch nur noch Urlaub und Urlaub hier, Urlaub da und hier ist ein Schlüpfer und da ist ein Schlüpfer und der nimmt was mit und den nimmt was mit und bei mir würden sie auch was kriegen. Schöne Ticket. Never come back. So. Würde dir auch noch gefallen. Wird Carsten da nicht selbst gesprochen oder was macht er da? Nee, da ist jemand im Büro. Ach so, ich denke, wir stehen alle in die Tür und gucken da alle hin und dann, das ist mein imaginärer Freund, Mojo. Ja, das sah jetzt so aus, weil er steht da und laber, aber wieso bist du denn schon wieder? Wer? Ist denn? Bank oder? Vego, einer. Schnell weg, ich verstecke mich auch schon die ganze Zeit.